So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Murderer. Wir waren in der letzten Folge im Police Department. Sollte hier hinten auch sein. Und haben unserer, die wohl den Mord gesehen hat, aus dem Police Department rausgeholfen. Wir haben da ein Buch gestohlen. Und nun müssen wir zum Friedhof, wo wir sie anscheinend wieder antreffen werden. Hoffentlich. So, dann sammeln wir mal wieder das Zeug auf. Hier gibt es wieder was zu entdecken. Also ein Gastank. Meter ist ja gar nicht so weit. Hier kann man sich verstecken. Da hinten leuchten noch zwei Sachen. Die werde ich mal noch mit einsammeln. Wieder Hologramme, wo verschwinden? Oh, was ist denn das? Info. Zum Glockenmörder. Und hier Hammer. Wieder Glockenmörder. Hier ist gespannt, ob ich da durchkomme. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Da schaue ich jetzt auch nicht hin. Gibt es echt sehr viel Geister. Besitz ergreifen. Ich kann auch von Zivilisten vorbeilaufen. Besitz ergreifen. Oh, 56 Meter. Ich glaube, ich muss dahin. In diese Richtung. Hier sitzt eine ganz alleine am Tisch. Hier haben wir wieder was zu aufsammeln. Eine Zeitung. Zeitungsartikel Nummer 3. Hier ist gar nichts. Spielplatz. Was machen denn die hier? Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Ich fühle mich irgendwie Beobachtet. So was Komisches. Von der Frau können wir. Ah, hier war ich schon mal. Ja. Er hat eine neue. Ashland Hills Friedhof betreten. Hab das immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Noch ein gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Tut mir leid, dass es so lange her ist, Julia. So, finde Joy. Wir sind am Friedhof angekommen und werden wieder von einer mysteriösen Gestalt verfolgt, wie ihr gesehen habt, die sich ganz cool wegporten kann. Sowas will ich auch können. Wir sind, wie es aussieht, auch ein paar Geister unterwegs. Frag mich mal, was die so wissen. Bist du in Ordnung?
alles okay? Ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Als ich wieder hochkam, war sie weg. Hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht deine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Ich weiß, ich sollte gehen. Aber vielleicht kommt sie zurück. Ich glaube, er weiß noch nicht ganz, dass er tot ist. Oh. Oh. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das mir. Okay. So, dann dürfen wir hier erstmal nach 8 Hinweisen suchen. Ich weiß nicht, diese Frau da hinten, gehört die dazu? Dann befrage ich die gleich mal. Entschuldige, aber hast du die polizeilichen Ermittlungen hier vor ein paar Wochen gesehen? Nicht aus der Nähe, aber ich glaube, da war etwas hinter mir. Bin nicht sicher. Ding an der Küste, hier liegt was. Oh. Ein Toter. Was kann ich hier durch Beobachtung lernen? Sauber, makellos, trocken, verstorben, versunken, lebendig, schlafend. Zerfetzt auf jeden Fall. Oh. Zerfetzt, wo ist mein Zerfetzt? Lebendig, trocken, versunken, auch nicht. Oh oh. Trocken, zerfetzt, habe ich verstohlen. Abgefuckt. Geistermann sah Leiche. Was gibt's hier noch zu entdecken? Zurückgelassen. Was weiß dieser Herr? Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. In den Büschen versteckt. Das haben wir schon gesehen. Hier hat es noch eine Zahl. Guck mal. Oh. Ein Stein. Entfernt. Gehört das zu... Ja... Die Schaufel? Ja, die Schaufel. Warum ist das hier? Hier hat wohl jemand schon was gesucht. Oder nach etwas gebuddelt. Gehört das da oben auch noch dazu? Nein. Das da oben nicht.
Wo könnte noch ein paar Hinweise sein? Schauen wir mal hier drüben noch nach. Sieht so aus, als ob ich da rein könnte. Vielleicht gibt es hier noch was zu sehen. Aber scheint nicht so. Okay. In den Büschen. In den Büschen. Kann ich... Oh. Über Wasser gehen kann ich nicht, okay. Na? Jetzt. Halt, halt, halt. Es ist so dunkel in den Büschen. Ist dunkel in den Büschen, Madame. Ja, immer noch ein Haufen nichts. Was übersehen wir? Vielleicht eine Kombination der Hinweise? Ah. Schwer zu erkennen. Es ist so dunkel in den Büschen. Madame. Joy, ich brauche deine Hilfe. Ah, jetzt geht's. Zum Glück hat sie eine Taschenlampe. Seil. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Das Seil kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Wo habe ich das schon mal gesehen? Hier. Flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Then up to Joy. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wäre es ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit den toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Hey, ich brauche Hilfe, bitte. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. Oh oh. Dämonen sind im Anmarsch. Dann mal nix wie weg hier. Vor mir ein Dämon. Zwei Dämonen. On the way. Drei Dämonen. Einer auf dem Weg zu mir. Da hinten wäre weg. Schnappen wir uns mal ein. Ich glaube, es war falsch. Ach, X ist links. Ich kapiere das nie mit PlayStation X und PSX. So, mein Freund. Lass mich in Ruhe. Okay. Und. Wo ist B? Okay, das war B. Ein Hammer.
Von hier komme ich nicht weiter. Okay, er dreht sich um. Schnappt man uns. Ich wusste nicht, wo ich... Ah! Ah, ich X. Habe ich vorher gedrückt. Das mit den Dämonen zerstören regt mich ein bisschen auf hier. Das ist nicht schwer, aber ich drücke immer das Falsche. Zerstört. Ablenken bringt oben nichts. Und. Ich habe ihn getötet. Sammeln. Die Frage ist, wo geht's weiter? Müssen wir mal kurz hier ausfindig machen. Hier hinten. Hier hat es Menschen. Kann doch nicht so schwer sein. Dann komm her und versuch du es. Okay, ich weiß, es ist Stahl oder Eisen oder so, aber es ist wie ein Zaun, oder? Ich meine, wie viel kann das wiegen? Wir hätten ein Brecheisen mitbringen sollen. Na klar. Wir schleppen ab jetzt immer ein Brecheisen mit, wenn wir nach Boston treffen. Und das mitten in der Nacht. Beweg einfach deinen Arsch hier rüber. Hey, entspann dich. Denk dran, die ganze Sache war deine Idee. Verdammt! Das Teil muss zugeschweißt sein oder so. Nein, ich wette, die Türen sind so konstruiert, dass man sie ganz leicht aufbekommt, nachdem die Leichen drin sind. Denk nächstes Mal an das Brecheisen. Nächstes Mal? Sekunde. Wo ist der Flachmann? Ich dachte, den hast du. Nein, du. Wessen Idee war das? Das wird nicht gut ausgehen. Wenigstens gibt's dann später was zu erzählen. So viel Spaß hatte ich noch nie. Okay. Ich weiß nicht, was die Jungs vorhaben, aber... Es sitzt ein bewaffneter Geist. Die Tür sieht an sich ganz gut aus. Wer ist der Held? Was ist der ganze Mist? Hi Kleiner, wer war der Held? Mein Urgroßvater. Ich habe einige seiner Sachen auf dem Dachboden gefunden. Hab sogar einen Schluck aus seinem Flachmann genommen. Allerdings spricht keiner in der Familie über ihn. Ich denke, das liegt an seinen gruseligen Kriegsgeschichten. Muss toll gewesen sein, jemanden mit dem Bajonett aufzuspießen oder ihm das Hirn rauszublasen. Vertrau mir, Kleiner. Solche Sachen vergisst du nie. Du wirst dir nur wünschen, du könntest es. Na und? Er war ein Held. Ich würde alles tun, um so in Erinnerung zu bleiben. Stattdessen halten die Leute mich für einen Feigling, der Selbstmord beging. Tut mir leid, Kleiner. Ich hab's nicht getan. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin kein Feigling. Und wenn ich noch leben würde, würde ich jedem, der mich so nennt, die Kehle durchschneiden. Okay, okay. Heikles Thema. Verstehe schon. Okay. Der junge Herr hat sich hier eingeschlossen in dem Grab von seinem Opa. Na dann. Schauen wir mal weiter, weil wir haben andere Ziele. Wir müssen die Tote finden. Wohin verfolgt. Ich glaube, sie bringt uns zu ihrem Ort, wo sie getötet wurde. So macht es mir den Eindruck. Hallo. Hey. Was machst du da? Ich weiß nicht, was das werden soll, aber... Endlich. Wurde auch Zeit, dass Sie jemanden schicken. Hören Sie, ich glaube, Sie verwechseln mich. Auf wen warten Sie denn? Ach, wer soll sich um diesen Ort kümmern? Sehen Sie sich doch mal um. Das sind nicht nur Steine. Es sind Andenken.
Auch wenn sich sonst niemand darum schert, ich weigere mich, meins zerfallen zu lassen. Vergessen zu werden. Okay, dann viel Erfolg. Ja, viel Erfolg. Hier haben wir noch einen Hinweis. Wir befinden uns hier im ältesten Teil des Friedhofs, der um 1660 gegründet wurde. War das vor oder nach dem Prinzessin? Oh, gute Frage. Enthüllen. Ein neues Sammlerstück. Der Harzkern. Entschuldigung. Jahrzehnte zuvor passiert. Dieser Friedhof ist recht alt. Was hat dieser Metzger hier zu tun? Lass ihn in Ruhe. Hast du ein Problem? Hey Kumpel, hast du ein Problem? Könnte man so sagen. Ich war ein Metzger, bevor dieses Miststück Hummeln im Hintern bekam und rumschnüffelte. Leute kamen von weit her, um bei mir einzukaufen. Ich bekam mehr Auszeichnungen, als ich an der Wand aufhängen konnte. Dann verschwindet ihr kleiner Junge und auf einmal bin ich in der Todeszelle. Lass mich raten, du hast ihn umgebracht. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe nie einen von ihnen getötet. Das habe ich meinen Schweinen überlassen. Also wirst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen und dann? Ganz einfach. Ich frage sie, wie ihr Sohn geschmeckt hat. Ist eine witzige Sache bei Schweinen. Du wärst überrascht, wie sehr ihr Futter ihren Geschmack beeinflusst. Hab gehört, da draußen gibt es einen besonderen Ort, der für Monster wie dich reserviert ist. Es lief mir kalt den Rücken runter. War das ein Geist? Ob es da drin wirklich spukt? Das kann gut sein. Wahrscheinlich Schandtaten, über die man nicht spricht. Es gibt hier so viel mehr als Hexen. Den Teil mögen Sie wohl sehen. So friedlich. Aber mit diesen Leuten sind furchtbare Dinge geschehen. Okay. Wir laufen weiter. Oh, verstecken. Was sind wir denn hier? Ich bin falsch da. Ein riesiges Geisterhaus. Hier gab es nichts zu aufdecken. Nee, nur was zu verstecken. Schade. Hier haben wir was zum Sammeln. Geschichte Salems. Hier gibt's aber was. Nee. Hier gibt's auch nicht. Ich habe kein Glück. Oh, interessant. Hallo der Herr. Kann ich mit dir jetzt reden? Ah. Wessen Hand ist das? Es geht nichts über ein gutes Buch. Hand. Wessen Hand ist das? Nun, das war nur ein Opfer im Namen der Wissenschaft. Ein Opfer aus Fleisch? Klingt mehr nach Voodoo als nach Wissenschaft. Manche mögen es so nennen, aber sie vergessen den Zweck der Wissenschaft. Die Welt um uns und die Kräfte, die sie beherrschen, zu verstehen. Nur weil die Forschung manchmal etwas unappetitlich sein mag, sollten wir uns nicht abwenden. Abgesehen davon habe ich jetzt viele Exemplare zum Arbeiten. Sie haben an diesen Leuten experimentiert? Die meisten sind ohnehin so gut wie tot. Ich wette, wen ich kann. Der Rest wird sinnvoll eingesetzt. Das waren Menschen, keine Versuchskaninchen. Ja, ja. Wenn es ihnen nichts ausmacht, ich habe zu tun. Was war ein Freak. Sogar als Geist. Komische Leute sind hier oben. Das ist auf dem Friedhof. Gucken wir mal weiter. Hier drüben ist nichts. Auf der anderen Seite befinden wir da noch jemand. Ein Licht. Ziemlich hell. Kann ich das nehmen? Nee, scheint nicht so. Da hinten ist nur jemand, fragen wir die mal. Was war das für ein Ort? Warum sind die Leute krank? Und was war das für ein Ort? Ich
Ich weiß es nicht. Ich habe Sie sagen gehört, es sei eine Art Feldlazarett oder so. Bitte, bringen Sie mich hier raus. Es ist nicht das, was Sie sagen. Nicht mit ihm hier. Dr. Trotter. Ich verstehe nicht. Du meinst, das war kein Lazarett? Was war es dann? Ein Schlachthaus. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das tue ich wirklich. Es tut mir leid. Naja, helfen müssen wir ja nicht. Mit diesen kranken Leuten hier, was die auch immer hier machen. Ich weiß nicht genau, was das für ein Ort sein soll. Ob hier so Art Psychiatrie oder sonstiges. Ist auch ein bisschen fragwürdig, was hier auf dem Friedhof von Gebäude ist. Naja, ich kann es euch leider nicht sagen. Ich komme nicht drauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier erstmal Ende. Bis zur nächsten Folge. Ciao.